Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch vor sehr langer Zeit, ich glaube im September letzten Jahres war es, gefragt, ob ihr mal eine Putzroutine von mir sehen möchtet, beziehungsweise eine Haushaltsroutine. Und da war das Ergebnis ziemlich eindeutig. Ihr habt auf Instagram abgestimmt und ihr wolltet auf jeden Fall eine Putzroutine sehen. Die habe ich jetzt auch endlich mal fertig gedreht. Nicht wundern, zwischen den verschiedenen Steps liegt immer eine sehr lange Zeit. Weil bei mir ist es meistens so, wenn ich aufräume, Haushalt mache, putze, dann muss es halt meistens schnell gehen, weil ich halt so viele Sachen zu tun habe. Und deswegen bin ich da noch relativ selten zugekommen, das mal mitzufilmen. Aber ja, jetzt habe ich alles parat für euch und genau, würde euch jetzt einfach mal erzählen, wie bei uns der Haushalt so geplant ist und abläuft. Wir, mein Freund und ich, haben drei verschiedene Haushaltspläne. Die sind immer aufgeteilt in meine Aufgaben und in seine Aufgaben, weil ich nicht alles alleine machen möchte. Teilweise mache ich es trotzdem, aber ja, ich mache manchmal seine Aufgaben mit, aber er hat auch körperlich anstrengendere Arbeit als ich. Ich bin auch gerade im Lockdown, er nicht, also ja, ist das schon verständlich, wenn ich mal ein bisschen mehr mache. Aber grundlegend haben wir beide unsere festen Aufgaben, die wir immer erledigen müssen. Und dann gibt es einmal die Täglich-Liste, die wird jeden Tag erledigt. Ich mache meine früh, weil ich halt später auf Arbeit muss. Er, mein Freund Alex, fährt sehr, sehr früh auf Arbeit, deswegen macht er seine Aufgaben nachmittags. Dann gibt es die Wöchentlich-Liste, die erledigen wir jedes Wochenende. Und dann gibt es noch die Monatlich-Liste, die mache ich einmal im Monat. Und ja, dann auch wieder so zum Wochenende hin meistens. Meistens am ersten Wochenende des Monats. Genau, starten wir mit der Täglich-Liste. Dafür brauche ich früh meistens ungefähr eine halbe Stunde. Das erste, was ich mache, ist tatsächlich einfach jeden Raum oberflächlich aufzuräumen. Heißt, wenn irgendwelche Sachen rumliegen, wo sie nicht hingehören, die an den Ursprungsort zurücklegen, einfach, dass es oberflächlich ein bisschen aufgeräumter aussieht und nicht so ein Chaos herrscht. Dann lüfte ich auch, logisch, muss man unbedingt machen. Vor allem, weil wir letztes Jahr das Vergnügen hatten, dass unsere Matratze einfach mal geschimmelt ist, weil wir sehr, sehr lange nur mit angeklappten Fenstern gelüftet haben. Den Fehler werde ich jetzt nicht nochmal machen. Ich mache schon alle Fenster richtig weit auf. Problem ist halt nur, die Miezis, Helga und Elfriede, die hauen gerne mal ab bei offenen Fenstern. Deswegen schließen wir die meistens in der Stube ein, lüften den Rest der Wohnung komplett und ja, dann, wenn die Täglichliste erledigt ist, mache ich die Stube wieder auf und kippe quasi zwischen Stube und Küche, weil sich das gegenüber legt, die Fenster an, dass da auch nochmal Durchzug ist. Dann auf jeden Fall auch Katzenklo sauber machen. Wir haben ja zwei Katzenklos. Dann natürlich das Bett machen, weil, ja, meine Mama hat mir das einfach so beigebracht. Ich dachte früher immer so, warum soll ich mein Bett machen? Ich lege mich doch abends sowieso wieder rein. Aber ja, einfach, dass das auch mal schön durchgelüftet wird. Und natürlich die ganze Wohnung staubsaugen und die Couch absaugen. Und die Kratzbäume versuche ich auch teilweise abzusaugen. Ja, mache ich mit unserem Dyson-Staubsauger. Wir haben den V8. Ja, seit wir den haben, das war echt eine gute Investition. Den haben wir uns letztes Jahr zum Black Friday geholt und ja, seitdem ist das alles viel, viel einfacher. Wir hatten davor so einen 100€ Akku-Staubsauger aus dem Supermarkt und ich habe die Krise gekriegt. Also ja, Alex' Aufgaben nachmittags bzw. abends sind einfach auch nochmal durchlüften, das Katzenklo sauber machen und Geschirrspüler ein- und ausräumen. Was meistens auch in mir hängen bleibt, aber ist erstmal egal. Die wöchentlich Aufgaben, die ich jedes Wochenende erledige. Einmal Alex Arbeitsklamotten waschen, weil er ja Gartenlandschaftsbau macht und da auch viel Klamotten dreckig werden. Die können dann übers Wochenende trocknen. Seine Aufgabe ist es eigentlich, die aufzuhängen. Mach meistens auch ich. Dann Glas und Spiegel putzen. So viel haben wir da eigentlich nicht. Wir haben einen Spiegel im Flur, den Spiegelschrank im Bad, drei Spiegel im Schlafzimmer und ja, unseren Glastisch, also Couchtisch in der Stube. Dann putze ich das Bad. Muss ich mal schauen, ob ich mir irgendwie mal in näherer Zukunft selber so ein Reinigungsmittel herstellen kann. Aber bis ich das mache, nehme ich auf jeden Fall eins von Frosch, ein Badreinigerspray. Weil das ist noch am natürlichsten, umweltschonendsten und genau, damit sprühe ich dann einmal alles ein, also Waschbecken, Badewanne,
den Duschkopf, die Wand der Dusche, das Klo putze ich damit und ja, unser Fensterbrett im Bad. Dann wische ich das einmal alles ab, spüle das schon mit Wasser ab und genau, ja, WC-Reiniger und so weiter, was halt dazu gehört. Dann geht es daran für mich, die Küche zu putzen. Da nehme ich mir auch einfach nur einen Lappen, mache einmal die Spüle mit heißem Wasser und Fit voll und dann wische ich einmal die ganze Küchenzeile ab. Auch da, wo sonst Sachen stehen, die räume ich dann mal kurz ab und wische da drüber. Dann auf dem Kühlschrank wische ich ab, die Mikrowelle wische ich ab, unsere Kommode, wo auch öfter mal Kaffeeflecken sind, wo unsere Kaffeemaschine steht, wische ich ab. Dann Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster wische ich alles ab. Ja, den Eimer mache ich auch ab und zu mal sauber. Und ja, manchmal auch die Küchenfront, weil das ja bei uns Hochglanz ist und die auch manchmal vom Kochen angematscht wird. Und den Ofen natürlich, der Ofen wird auch geputzt. Dann gehört auch dazu, ich nehme die Fusselrolle und entfussel die Kratzbäume der Katzen. Ja, und so Liegeflächen, wo die drauf liegen. Dann steht natürlich noch Müll runterschaffen an, wobei wir das eigentlich nicht nur am Wochenende machen, sondern auch einfach mal zwischendrin in der Woche, falls was voll wird. Und dann wische ich natürlich noch die ganze Wohnung, ja, weil das, damit ist der Boden einfach am hygienischsten sauber. Alex' Aufgaben sind in der wöchentlichen Liste natürlich eine Wäsche aufhängen, habe ich ja schon gesagt. Pflanzen gießen, die Fressnäpfe von den Katzen wechseln, alle Handtücher und Geschirrtücher in der Wohnung wechseln, in die Wäsche schmeißen und dann frische rauslegen. Was ich auch meistens mache, weil das ist ein Handgriff und dann, wenn ich einmal dabei bin, mache ich das gleich. Dann den Aschenbecher ausleeren, weil wir beide rauchen ja. Und ja, dann noch Fensterbretter abwischen und die Anbauwand in unserer Stube wischen. Beziehungsweise einfach Staub wischen, da mal feucht drüber wischen. Den Fernseher entstauben, die Playstation, weil sich da auch sehr viele Wollmäuse und Haare sammeln. Ja, ist eigentlich seine Aufgabe, aber das mache sowieso jedes Mal ich. Weil wenn ich einmal beim Küchenputzen bin, dann nehme ich den Lappen dann auch, um die ganzen Fensterbretter abzuwischen und um die Anbauwand und den Tisch, Esstisch in der Stube abzuwischen. Und ja, das Bücherregal oben, also ja, eigentlich mache ich das auch immer. So, kommen wir jetzt zu den monatlichen Aufgaben, die ich, wenn ich es mir ganz eingestehe, eigentlich nicht wirklich jeden Monat mache, vielleicht auch alle 2 Monate, weil das einfach Aufgaben sind, die nicht unbedingt jeden Monat erforderlich sind und ich dann auch einfach zu faul bin, weil ich schon eh so viel zu tun habe. Da putze ich einmal Fenster. Das ist tatsächlich eine Aufgabe, wo ich dann bei der monatlichen Liste, wenn die ansteht, gucke, ist es überhaupt nötig, weil, also meistens ist es geht halt vollkommen klar, ich mache das meistens so alle 6 Monate oder so, also ja. Steht aber eigentlich für jeden Monat an. Dann auf jeden Fall die Bettwäsche wechseln, dass man auch mal wieder in einem frischen Bett schlafen kann.
Als allererstes reinige ich unseren Teppich. Also wir haben eigentlich nur einen Teppich, einen Läufer im Flur. Und der muss schon jeden Monat mal gereinigt werden. Ich habe dann so einen Reinigungsschaum, den ich einarbeite und 2 Stunden später dann mit dem Staubsauger absauge. Das riecht dann auch immer total frisch noch danach und ja, ich finde es ziemlich gut. Jetzt ist es eigentlich nicht mehr so nötig, aber noch vor ein paar Monaten war das sehr nötig, weil ja, unsere Katzen da noch nicht so ganz stubenrein waren. Gerade Helga hat gerne mal auf den Teppich gepullert. Und ja, jetzt haben wir das Problem zum Glück nicht mehr. Aber genau, warum nicht? Wenn ich das dann vom Teppich abgesaugt habe, reinige ich auch den Staubsauger. Wir haben ja, das lief früher mit dem alten Staubsauger noch ein bisschen anders ab. Jetzt haben wir ja den Dyson und da muss man quasi nur die 2 Filter waschen bzw. abspülen und dann 24 Stunden trocknen lassen und die Rolle unten mal von Haaren befreien. Ja, das mache ich dann auch jeden Monat. Dann ist es auch wichtig, alle Kuscheldecken von den Katzen oder wo die Katzen drauf liegen, bei 60 Grad waschen. Das mache ich jeden Monat, weil wir hatten jetzt das letzte Jahr leider ein ganz schönes Flurproblem. Wir haben jetzt letztens so einen Fogger gezündet und also es sieht so aus, als hätten wir dieses Problem endlich beseitigt. Aber einfach zu reiner Vorsicht wasche ich trotzdem alles von den Katzen jeden Monat auf 60 Grad. Und wenn ich das gewaschen habe, mache ich danach noch eine Maschine mit den Vorlegern im Bad, weil die ja auch ab und zu mal durchgewaschen werden müssen. Und da versuche ich dann einfach noch so viel wie möglich Bettwäsche mit reinzuhauen, dass ich die auch mal wasche. Die letzte Aufgabe von meiner monatlichen Liste, die ich leider auch viel zu selten mache. Ich glaube, das habe ich seit wir hier wohnen nur einmal gemacht, wenn überhaupt. meinen Papierkram bearbeiten und in Ordner einsortieren. Dieser Stapel wächst seit einem Jahr kontinuierlich und ja, also je mehr Arbeit es wird, desto mehr drücke ich mich davor. Ich bin mir sicher, irgendjemand kennt das und kann das nachvollziehen. Alex' monatliche Aufgaben sind lediglich die Katzenklos waschen, also mal das ganze Streu raus und wirklich mal richtig abputzen. Die Filter von der Waschmaschine und das von dem Geschirrspüler ausleeren, ich glaube, das hat er bisher auch noch nie gemacht, aber die Aufgabe habe ich relativ neu draufgeschrieben. Sein Papierkram halt bearbeiten und einsortieren, was er auch, glaube ich, noch nie gemacht hat. Oder bisher nur einmal. Ja, aber das waren auch alle seine Aufgaben. Genau, ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen, euch vielleicht inspiriert, was man vielleicht noch machen könnte. Wenn ihr noch weitere Tipps für mich habt, wie ich meinen Haushalt noch effizienter und besser schmeißen könnte, beziehungsweise was man vielleicht noch so sauber machen könnte, woran ich jetzt gar nicht gedacht habe, dann schreibt mir das auf jeden Fall sehr gerne mal in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, um mich zu supporten. Und ja, folgt mir auch gerne auf Instagram. Da bin ich jetzt wieder ein bisschen mehr aktiv. Und ja, dann freue ich mich. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!